Ei, Ei, Ei. Heute ein paar Tricks und Geheimnisse rund um das Ei. Wenn man sich sein Frühstücksei kochen will, dann muss man erstmal rauskriegen, ob es nicht vielleicht schon gekocht ist, ob es noch ein rohes Ei ist. Und das geht ganz einfach. Wenn man das Ei dreht und es dreht sich schnell, ist es gekocht. Und wenn es sich langsam dreht, dann ist es noch ungekocht, dann ist es noch roh. Das war roh. Wenn es sich aufrecht stellt und sich ganz schnell dreht, dann ist es gekocht. Das braucht man da nicht mehr zu kochen. So, also das wird das Frühstücksei. Wenn man dann wissen will, ob das Frühstücksei auch noch frisch ist, dann legt man es ins Wasser. Wenn das Ei nach unten sinkt, ist es frisch. Wenn es oben schwimmen bleibt, dann ist es nicht mehr so frisch. Dann ist es schon alt. Na, ich glaube, die beiden nehmen wir lieber nicht mehr als Frühstückseier. So, das ist auch frisch. So, die können wir jetzt kochen. Deckel ab und die Eier rein. Halt! Richtig. Bevor man ein Ei kocht, muss man ein Loch in die Schale machen. Aber nicht mit einer großen Bohrmaschine. Es genügt, wenn man ein ganz kleines Loch macht, mit einer Stecknadel oder einer Nähnadel. Und in die rundere Seite des Eis muss man es machen. Das Ei hat nämlich eine etwas spitzere und eine etwas rundere Seite. Da muss das Loch hin. Und dann kann man das Ei ins kochende Wasser legen, am besten mit einem Löffel. Und aus dem Loch kommt dann die Luft raus, die vorher noch in der Eierschale war. Wenn man kein Loch in die Schale macht, dann platzt das Ei. So, damit jetzt endlich mal der Streit aufhört, wie lange ein Ei kochen muss, geht's jetzt um die Zeit. Nach einer Minute sieht das Ei, wenn man es aufschneidet, innen so aus. Dotter und Eiweiß sind noch ganz flüssig. Nach zwei Minuten, das Eiweiß ist schon etwas fester, aber der Dotter immer noch flüssig. Nach drei Minuten. Na, schon besser. Nach vier Minuten. Das berühmte 4-Minuten-Ei. Nach fünf Minuten. Eiweiß hart, Dotter weich. So mag ich's am liebsten. Wenn das Ei 10 Minuten gekocht hat, sieht es so aus. Eiweiß und Dotter sind hart. Wenn das Ei so lange gekocht hat, wie man es am liebsten mag, kann man es aus dem kochenden Wasser holen. Am besten wieder mit dem Löffel. Und dann soll man das Ei abschrecken. Nicht mit Grimassen, sondern in kaltem Wasser. Wenn man es nämlich abgeschreckt hat, dann kann man leichter die Schale anklopfen und abpellen. Entweder mit dem Messer oder durch leichtes Antitschen. Man kann es auch so machen. Einen Eierbecher stellen. Und jetzt kann man die Schale ganz leicht abfriemeln. Christoph macht das im Uhrzeigersinn. Ich mache das immer andersrum. Aber egal. Wenn man kann, dann kann man das Ei jetzt von dem einen Eierbecher in den anderen blasen. Ja, das war wohl noch nicht so ganz richtig, aber zumindest ist die Eierschale ab. Salz drauf und jetzt kann man eigentlich das Ei essen. Wenn einem das aber zu langweilig ist, aus einem ganz normalen Frühstückseierbecher zu essen, dann haben wir noch was ganz Besonderes. Der Spitzen-Super-Über-Eierbecher. Dazu braucht man eine Milchflasche, ein Fidibus oder irgendwas, was brennt und ein Feuerzeug. Papier anzünden, in die Flasche werfen, dann das schön gekochte, gepellte Ei obendrauf und jetzt ist das Ei erstmal weg. So kann man es nicht essen. Das ist kein Eierbecher. Da kommt man nicht dran. Aber keine Panik, das Ei kommt auch wieder raus, wenn man hineinpustet. Ja? Aber das Ei muss
ganz richtig auf der Öffnung liegen und dann muss man reinpusten. So, und jetzt kräftig. Da ist es. Der Super-Über-Eierbecher. Was ganz Besonderes. Nur für Spezialisten. Kenner behaupten, der Genuss des Frühstückseis aus diesem Eierbecher sei durch nichts zu ersetzen. Keine Angst, der Rest des Eis rutscht nicht rein. Nach einer Weile kommt das Ei nämlich raus. Achtung, da ist es. Aber auch der Genuss aus diesem Super-Eierbecher wird erst dann perfekt mit einer Prise Salz. Ei, 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 ei